Hallo und herzlich willkommen zu unserem Writers Collective Arbeit Digital Dialog zum Thema Flexibilität und Arbeitsrecht, ein Widerspruch oder Zukunft der Arbeit. Wir melden uns hier aus dem ÖGB Katamaran und freuen uns wahnsinnig, dass zumindest die DiskutantInnen live gemeinsam miteinander diskutieren können mit einer digitalen Zuschaltung. Herzlich willkommen zu diesem hybriden Event. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Elisabeth Lechner, stellvertretend für das Büro für digitale Agenten der Arbeiterkammer Wien und meinen Kollegen Robert Walasinski vom ÖGB, der das Writers Collective hier repräsentiert. Wir freuen uns wirklich sehr, heute diesen Talk gemeinsam mit Ihnen verbringen zu können, wo auch immer Sie sich gerade zuschalten, und sprechen heute darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn Plattformen wie Uber oder Miam mit maximaler Flexibilität für ihre ArbeitnehmerInnen werben, aber was das dann eigentlich auf der anderen Seite für ihre Arbeitsrechte bedeutet, weil so gut schaut es dann da meistens nicht aus. Genau, und ich freue mich sehr, jetzt begrüßen zu dürfen zu meiner Linken. Ich beginne gleich mit unserem digitalen Gast, Ludovic Wöldt, Confederal Secretary beim Europäischen Gewerkschaftsbund. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch gleich daneben begrüßen zu dürfen Martin Gruber-Riesack, Professor am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht der Universität Wien. Hallo. Und dann gleich neben mir Dr. Martina Hartner-Tiefenthaler, Senior Scientist an der TU Wien am Institut für Managementwissenschaften im Bereich Arbeitswissenschaft und Organisation. Hallo. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich übergebe jetzt gleich an Robert. Okay. Vielen Dank, Kelly. Ja, also mein Name ist Robert Walasinski. Ich sitze da repräsentativ fürs Writers Collective, was Teil des Dealernet-Projektes ist beim ÖGB. Ich war selber Betriebsrat bei Foodora und bin dann so da reingekommen in die ganze Sache und möchte vorab gleich einmal für diese Möglichkeit, diesen Talk abzuhalten, natürlich dem Büro für digitale Agenten danken, die mitgeholfen haben, das zu organisieren, und vor allem auch der Technik, die diesen Riesenaufwand betrieben hat, damit das alles da auch so funktioniert mit Übersetzung etc. und Stream und so weiter. Also danke Roli, Arthur, Alex und natürlich auch Blasch, der jetzt im Hintergrund aber Teil des Writers Collective natürlich das alles auch im Digitalen umsetzt für uns. Und möchte gleich übergehen zum Fallschirm von natürlich eben Toni, unser Betriebsratsvorsitzender bei Lieferando, seit 2017, wenn ich es richtig habe, bei Lieferando eben als Fahrer angefangen und seit Ende 2020 Vorsitzender des Betriebsrats für 1000 Fahrer in Wien zuständig, Fahrer und Fahrerinnen. Er wird uns dann kurz erzählen, wie Flexibilität mit Arbeitsrecht, mit Betriebsratstätigkeit zusammenhängt, und da ist eben der interessante Fall, dass bei Lieferando alle durch die Bank angestellt sind, das heißt, dem Arbeitsrecht an sich komplett unterliegen. Und möchte ganz herzlich auch eben Adele begrüßen, mit der ich seit 2015 Botin bei Foodora damals noch, seit 2017 durchgehend die Vorsitzende der Betriebsratskörperschaft bei Miam mittlerweile, selbe Firma, anderer Name. Wie wir begonnen haben, waren es noch knapp über 100 Angestellte, die wir repräsentiert haben. Mittlerweile ist zwar das Unternehmen massiv gewachsen, aber die Angestelltenzahl ist massiv runtergegangen auch. Was wie ein Widerspruch klingt, wird uns dann die Adele kurz ein bisschen, glaube ich, beleuchten, wo da das Problem der Mitsprache und Repräsentation eben liegt, weil eben dieses große Schlagwort Flexibilität sich in verschiedene Sichtungen halt eben drehen lässt. Jeder möchte es und vor allem auch Unternehmen möchten es, und das werden wir dann hoffentlich mit unseren Experten, Expertinnen und eben on the ground und unseren Zuschauern, Zuschauerinnen halt dann eben diskutieren können. Genau, ich würde noch die paar Worte zum Ablauf richten und dann gleich dir wieder das Wort übergeben. Und zwar haben wir uns gedacht, dass es so kurze Input-Statements aller unserer Gäste geben wird, so 5 bis 7 Minuten. Wir beginnen on the ground, also bei der Arbeit von Adele und Toni, und hören uns mal an, wie steht es denn eigentlich so, wenn man da herumradelt und so viele Radlerinnen vertritt, die unter den ärgsten Bedingungen, in der ärgsten Hitze und in der ärgsten Kälte Essen ausliefern. Und dann hören wir uns an, wie sieht aus mit der Gewerkschaftsarbeit und auf europäischer Ebene, beziehungsweise welche internationalen Vorbilder gibt es. Das hören wir direkt zugeschaltet aus Brüssel. Wir werden hören über den Flexibilitätsbegriff von Martina Hartner-Tiefenthaler und uns arbeitsrechtlichen Fragen widmen mit Martin Gruber-Riesack. Genau. Und das Ganze soll
so bis 3:45, 15:45 dauern und danach ist Zeit für eine Diskussion. Und wie man sich auch digital zuschalten kann, dazu jetzt wieder Robert. Genau, wir streamen ja live auf dem ÖGB-YouTube-Kanal, aber auch auf riderscollective.at wird der Stream genauso übertragen. Bei YouTube muss man sich leider anmelden, damit man kommentieren kann. Man kann aber auch über Facebook können wir, so streamen wir genauso. Beziehungsweise für alle Botinnen, die über WhatsApp-Gruppen irgendwie das mitverfolgen, mitbekommen, wir haben Zugang dazu. Also ihr könnt uns ruhig Fragen reinstellen auch und wir schauen, dass wir das alles aufgreifen dann am Ende. Genau. Wunderbar, das heißt, wir sind beim ersten Input und würden mal Adele bitten, ein bisschen zu erzählen aus ihrer Arbeitsrealität. Ja, hallo, danke schön für die Vorstellung. Ja, bei Miam sind, glaube ich, 90% oder 95% der Fahrer freie Dienstnehmer und genießen ganz viel Flexibilität. Also wie ich begonnen habe 2015, sind auch alle angestellt worden, aber das sind noch, da waren es ja noch ganz, ganz, ganz wenige Fahrer, also im Vergleich zu jetzt. Und 2016 sind dann 2/3 umgestellt worden auf freien Dienstvertrag. Das war natürlich problematisch, aber dennoch, viele finden das gut, also die Flexibilität, die ein freier Dienstvertrag halt bietet, aus verschiedenen Gründen. Also auch, dass man von den Firmen immer hört, Flexibilität ist so wertvoll für die Fahrer. Das stimmt, da kann man jeden fragen, also die große Mehrheit wird sagen, ja, dies und das mit Anstellungen und so weiter, da stimmen sie zu, aber die Flexibilität vom freien Dienstvertrag ist halt so attraktiv aus verschiedenen Gründen. Manche sind Studierende, wollen einfach ja, arbeiten, wann sie möchten, also jede Woche teilen sie ihren Schichtplan neu ein oder sie arbeiten mal 3 Wochen gar nicht und dann eine Woche urviel. Oder andere wollen einfach viel Geld in kurzer Zeit verdienen, damit sie dann 3-4 Monate auf Urlaub gehen können. Also die wollen halt über 40 Stunden arbeiten, auch für 2-3 Monate lang und dann oder vielleicht sogar länger. Entsprechend viel länger auf Urlaub gehen. Und was gibt es noch für Flexibilitätsgründe? Ja, eben Studierende oder teilweise auch Menschen mit Pflegepflichten, also so Kindern oder so, die dann sagen, sie wollen, sie brauchen diese Flexibilität, weil immer ist irgendwas und dann können sie kurzfristig auch Schichten absagen. Und das geht total unbürokratisch und schnell und das ist ihnen schon etwas wert. Und dabei übersehen die Menschen aber, dass sie eben auf viele Arbeitsrechte verzichten, wo ich mir denke, das muss kein Widerspruch sein. Es ist 2021, jeder will Flexibilität, Arbeitgeber wollen Flexibilität, Arbeitnehmerinnen wollen Flexibilität. Wir haben so viel erreicht, also die Arbeiterbewegung hat so viel erreicht in den letzten 150 Jahren. Man muss sich auch der Zeit anpassen, also Flexibilität ist gerade notwendig. Ich war noch nie freie Dienstnehmerin beim JAM und ich fühle mich jetzt nicht so unflexibel. Also ich kann auch 2-mal jährlich meinen Schichtplan ändern oder mal Schichten tauschen. Wenn ich an diesem Tag nicht kann, fahre ich halt an einem anderen Tag. Ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Ich finde auch Flexibilität soll auch irgendwo ein Recht sein. Also die Kollegen, die da sagen, ja, es soll einfach jeder arbeiten können, wie er will, oder es soll jeder den Vertrag bekommen, den er will, ein freier Dienstvertrag oder ein Angestelltenvertrag, das soll man sich doch aussuchen können. Ja, aber natürlich würden sich die Arbeitgeber mehr für den Vertrag entscheiden, also für den Arbeitnehmer entscheiden, der sich für den günstigeren Arbeitsvertrag entscheidet, der dem Arbeitgeber am günstigsten kommt. Insofern, im großen Bild funktioniert das eben nicht so, dass man sich das einfach aussuchen kann.
Und ich glaube, wir brauchen auch nicht wirklich einen dritten Weg. Wir brauchen einfach eine Weiterentwicklung des Arbeitsverfassungsgesetzes, dass Flexibilität halt auch möglich ist. Wobei es überhaupt fraglich ist, wieso ist es unmöglich. Aber das werden wir diese Runde hier noch klären. Darf ich dich vielleicht nachfragen, weil du so angedeutet hast, wenn man sich für dieses Vertragsverhältnis entscheidet, verzichtet man auch auf bestimmte Rechte, die du ja genießt. Möchtest du kurz noch sagen, was da die Unterschiede sind, dass wir die explizit benannt haben? Also die wesentlichen Unterschiede sind natürlich zum Beispiel betriebliche Mitbestimmung. Also als freier Dienstnehmer, freie Dienstnehmerin hat man keinen eigentlich gar nichts zu sagen, man ist nicht mal Teil des Unternehmens. Man kann keinen Betriebsrat wählen, also keine Vertretung, die sich um die Arbeitnehmerinneninteressen im Betrieb kümmert. Also wenn ein freier Dienstnehmer ist quasi vogelfrei. Er hat die Freiheit zu gehen, wenn es ihm nicht passt, aber er hat nichts mitzureden. Also die Vorteile eines Betriebsrats zum Beispiel sind ja auch ein gewisser Kündigungsschutz. Also jetzt nicht, dass der Betriebsrat kündigungsgeschützt ist, sondern auch, dass der Betriebsrat informiert werden muss über Kündigungen vorher. Freie Dienstnehmer können, also beim JAM werden freie Dienstnehmer einfach gekündigt, ohne dass ich irgendwas davon erfahre. Also die kommen und gehen. Und dann natürlich die grundsätzlichen Dinge, die immer wieder genannt werden, wie vollbezahlter Krankenstand, also kein Einkommensverlust, wenn man krank wird, kein Einkommensverlust, wenn man einen Unfall hat oder seine Schicht abbrechen muss, 14 Gehälter oder überhaupt, dass es einen Kollektivvertrag gibt und es mit dem Kollektivvertrag eigentlich auch einen Mindestlohn gibt. Das gibt es ja alles für Freidienstnehmer nicht. Also das sind Dinge, die sich die Unternehmen selber irgendwie ausdenken. Ja, dann machen wir jetzt 8 Euro Mindestlohn und so. Da kann man sich aber nicht drauf verlassen. Also da gibt es keine gesetzliche Basis dafür. Genau, und eben 14 Gehälter, wie es in Österreich üblich ist, etc., Arbeitsschutzgesetz, es ist so vieles, was für Freidienstnehmer einfach nicht gilt. Es kann eben, also nur um eins noch draufzusetzen, alle diese selber auferlegten Sachen, wie ich sage, okay, ihr kriegt 8 Euro mindestens in der Stunde, aber ich rechne es über den ganzen Monat. Auf das hat niemand einen Einfluss, weder Gewerkschaft noch der Betriebsrat, noch irgendjemand, weil einfach diese Dinge alle außen vor sind und es mag jetzt so funktionieren und nächstes Jahr wird es dann wieder geändert und du hast null Einflussnahme auf solche Dinge halt. Eben weil du zwar einer von 2000 Leuten bist, 2000 Personen bist, aber du stehst im Endeffekt für dich alleine rechtlich und das ist halt eben, wenn du in einem normalen Angestelltenverhältnis bist, eben nicht so und vor allem nicht so, wenn du eine Betriebshauskörperschaft halt hast, die ja sich immer mit dem Management zusammensetzen muss, falls Änderungen irgendwie anstehen oder nicht. Ja. Genau. Das heißt, was ihr da aufmacht, ist so ein Spannungsfeld zwischen Flexibilität, inwiefern das Autonomie, Selbstbestimmtheit bedeutet und dann auf der anderen Seite Sicherheit und Absicherung, oder? Das ist so auf diesem Rahmen, das ist das Verhandlungsfeld, wo wir uns bewegen, oder? Genau. Oder eben Flexibilität bedeutet ja zu einem gewissen Maß auch Freiheit. Das kann aber nicht nur halt die Freiheit sein von, ja, ich habe einen Job oder ich habe halt keinen Job. Also ich spiele da halt mit oder ich kündige, sondern es geht halt auch um Mitsprache im Betrieb. Also so die Regeln macht halt dann nicht nur das Unternehmen alleine und ich unterschreibe das oder unterschreibe das nicht, sondern ich kann tatsächlich mitsprechen. Weil was ist das für eine Freiheit, wenn man flexibel ist, sozusagen stundenlang zu warten, einen Auftrag zu bekommen, dann ist ja, wo ist deine eigene selbstbestimmte Zeit sozusagen? Also ja, genau. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir die MIAM-Perspektive gehört. Toni, wie ist es bei dir? Was kannst du berichten von deinen Erfahrungen bei Lieferando? Also unser System ist auch sehr flexibel, das kann ich wahrhaft sagen. Ich habe währenddessen Ausbildungen und Fortbildungen gemacht und es ist trotzdem immer manageable gewesen, auch mit dem Privaten von Kollegen auch hat man das immer geschafft. Das ist ein individuelles Schichtsystem, wo man sich das im Endeffekt aussucht und ausmacht.
Es stoßt sehr an seine Grenzen, da wir enorm gewachsen sind, leider. Aber jetzt ist trotzdem der Vorteil, dass wir dadurch, dass wir Verhandlungsspielraum haben, dass wir Mitspracherecht haben, dass wir uns mit der Geschäftsführung zusammensetzen müssen und sie uns auch zuhören müssen, damit wir da auf einen gemeinsamen Nenner, damit halt auch beide Parteien bei diesem Thema das Beste erwischen. Denn es kann sehr schnell sein, dass eine Partei viel besser dasteht als die andere und diese dann sehr unzufrieden ist. Das, was für mich aber auch ganz wichtig ist, Flexibilität ist wirklich kein Widerspruch mit einem Anstellungsverhältnis. Man muss es sich halt wirklich ausmachen und im besten Fall schriftlich, damit man sich auch daran richten kann und es auch seinen Kollegen und auch damit auch alle Parteien wissen, was Sache ist. Denn nur so funktioniert es. Denn wenn es dann nicht funktioniert, dann ist der Unmut sehr groß. Sei es entweder von der Arbeitgeberseite, dass dann eben der Mitarbeiterstamm nicht ausreichend da ist zu den Zeiten, wo sie es brauchen, oder es sind zu viele da, wenn sie es nicht brauchen, oder dass eben der Arbeitnehmer nicht zu den Zeiten kriegt, wann er es eigentlich möchte oder zeitig genug möchte, dass er dann seine anderen Sachen planen kann. Das ist ja auch wichtig. Außerdem ist es dann auch sehr schön sozusagen, dass der Arbeitgeber bei uns sich auch um andere Sachen kümmern muss, wie den Arbeitsschutz etc. Und da ist es ein bisschen wichtig, dieses Anstellungsverhältnis ins Rampenlicht zu stellen, denn und nur mit dem Deckmantel von Flexibilität kann man jetzt die anderen Rechte nicht einfach nur weghauen. Das ist auch etwas, was sehr gerne vorgeworfen wird, dass wenn wir da jetzt ein strengeres Auge drauf werfen auf diese Thematik, dann können wir ja nicht so flexibel sein, wie wir bisher sind. Wir sind ja auch in einem Konkurrenzverhältnis in diesem Arbeitsmarkt von den anderen Fahrern. Wir müssen mit diesen freien Dienstnehmern, die absolut flexibel sind, mithalten. Unser System soll auch so flexibel sein, wie es nur geht, was ich grundsätzlich auch mitbefürworte. Aber wir können dann trotzdem nicht aufs Genaue schauen und auf unsere Rechte verzichten, ganz einfach. Und da zwischen diesen zwei Stühlen zu sitzen, ist immer nicht ganz so leicht. Aber wir sind guter Dinge, dass wir da mit der Geschäftsführung immer mehr ins Reden kommen, immer mehr hinkommen, dass wir das auch auf einer Größe hinkriegen, weil, wie gesagt, wir sind enorm gewachsen und unser jetziges System ist für alle Parteien einfach nicht zufriedenstellend, weil es noch nicht skalierbar ist auf die 1000 Mitarbeiter bzw. 2000 österreichweit, weil da die Struktur nicht da ist. Aber dieses Thema Flexibilität ist für die ganze Belegschaft immens wichtig. Jedes Mal, wenn der Schichtplan nicht passt, kommen eindeutig genug Leute auf mich zu, die sich darüber beschweren, wo wir ihnen natürlich auch versuchen auszuhelfen. Aber es ist verbesserungswürdig auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr gespannt, was für Möglichkeiten für Flexibilität und Arbeitszeitmodelle wir hier möglicherweise auch noch ansprechen. Da das dann auch sehr wichtig wäre für unsere Gesprächsbasis. Voll super. Robert, hast du da noch eine Nachfrage? Also Nachfrage, beziehungsweise ich wollte nur einen Punkt unterstreichen. Du hast vorher gesagt, zweimal im Jahr deinen Schichtplan ändern, Woche für Woche. Und es sind aber an sich unterliegt alles denselben Gesetzen und man sieht einfach den Unterschied, also sehr schön, wie das gelebt wird, was möglich gemacht wird und was nicht und wo halt eben die Verhandlungsmacht dafür liegt. Das war nur zum nochmal verdeutlichen. Wunderbar, ich glaube, dann haben wir ganz gut mal gehört, wie es so bei den größten ZustellerInnen und aus Betriebsratssicht in Österreich aussieht. Und ich freue mich jetzt auf Input von unseren ExpertInnen. Als erste ist Martina Hartner-Tiefenthaler dran, die uns ein bisschen erzählen wird, wie ist das eigentlich mit der Flexibilität, der Freiheit, der Autonomie, der Selbstbestimmtheit, wie hängt das alles zusammen? Und da haben wir jetzt auch eine Präsentation, die sie teilen wird und sind jetzt alle schon gespannt, was Neues dazu zu lernen. Wunderbar, vielen Dank. Eingangs hast du schon gesagt, dass viele werben mit Flexibilität. Und ich möchte in diesem Kurzinput kurz besprechen, was ist eigentlich die Flexibilität? Meine Flexibilität prinzipiell versteht man darunter die Autonomie. Und ich glaube, in dem Bereich, so habt ihr das auch gesehen, also die Autonomie selbst zu entscheiden, wann und wo man arbeitet. Aber
Letztlich gibt es verschiedene Arten von Flexibilität. Einerseits geht es darum, wenn der Beschäftigte selbst entscheiden kann, aber auf der anderen Seite wird Flexibilität auch als Flexibilität bezeichnet, wenn man flexibel sein muss. Also wenn es eigentlich gefordert ist, schnell zu reagieren und die Person oder die Partei, die entscheidet, ist der Arbeitgeber. Und psychologisch, ich beleuchte das aus psychologischer Perspektive, ist es natürlich ganz anders, ob ich als Beschäftigte entscheiden darf oder ob der Arbeitgeber entscheidet für mich, wann ich flexibel zu sein habe. Und das haben wir uns angesehen, gemeinsam mit der Arbeiterkammer Niederösterreich bereits 2015. Wir haben Beschäftigte in Angestelltenverhältnissen befragt, also das, und haben sie gefragt, inwieweit sie flexibel sind, flexibel hinsichtlich Arbeitszeit und auch hinsichtlich Arbeitsort. Und die selbstbestimmte Flexibilität haben wir folgendermaßen operationalisiert, ob sie frei wählen können, wann sie arbeiten und wo sie arbeiten. Und die fremdbestimmte Flexibilität, da haben wir gefragt, ob ihre Arbeit es erfordert, dass sie hinsichtlich ihrer Arbeitszeit flexibel sein müssen oder ob sie an unterschiedlichen Orten arbeiten müssen. Letztlich wollten wir einfach wissen, welche verschiedenen Praktiken gibt es hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsortflexibilität und wie hängt das mit der Zufriedenheit zusammen. Und wir haben uns die Daten dann angesehen, wir haben 10.000 Fragebögen rausgeschickt, 757 sind zurückgekommen und daraus haben sich vier Arbeitstypen herauskristallisiert, die ich jetzt kurz beschreiben möchte. Also die größte Gruppe war die sogenannte Avantgarde. Die haben sowohl eine hohe selbstbestimmte als auch eine hohe fremdbestimmte Flexibilität in Bezug auf beides, Arbeitszeit und Arbeitsort. Dann die zeitlich Flexiblen, das waren jene, die sehr gut über ihre Arbeitszeit bestimmen haben können und auch gar nicht so gefordert waren, flexibel zu sein, aber hinsichtlich Arbeitsort waren sie nicht flexibel. Die Konventionellen, die haben wenig Flexibilität gehabt auf allen Dimensionen. Und die letzte Gruppe, die Fremdbestimmten, das waren eigentlich die Verlierer und Verliererinnen, die mussten sehr flexibel sein, aber sie hatten sehr wenig Autonomie, selbst zu bestimmen, wann und wo sie arbeiten möchten. Und ich gehe davon aus, dass die Riders jetzt natürlich eine hohe selbstbestimmte Flexibilität haben, aber dennoch auch eine sehr hohe fremdbestimmte Flexibilität. Also ich würde die eher in der Gruppe der Avantgarde eigentlich sehen. Und was waren die Ergebnisse hinsichtlich der Zufriedenheit? Wir haben alle befragt, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit sind, mit dem Leben und auch mit dem Gleichgewicht. Und in der Gruppe der Avantgarde zeigt es sich, dass die sehr zufrieden mit ihrer Arbeit waren und auch mit dem Leben. Da muss man sagen, das sind Leute in Angestelltenverhältnissen, die sichere Beschäftigungsverhältnisse auch haben, das wahrscheinlich ein großer Unterschied auch zu den Riders ist. Hinsichtlich dem Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben sieht man aber, dass die deutlich weniger zufrieden sind als jene, die zeitlich flexibel sind oder auch die Konventionellen, also die zeitlich Flexiblen, die waren am zufriedensten mit dem Gleichgewicht. Und wenig überraschend, diejenigen, die ihre Zufriedenheit am niedrigsten einstuften, waren jene, die sehr fremdbestimmt waren. Also auf allen drei Dimensionen mit der Arbeit und dem Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben, das ist sowieso nicht überraschend, aber das hängt auch mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Und was lässt sich da jetzt zusammenfassen? Letztlich zeigt es ganz deutlich, dass die Flexibilität viele verschiedene Gesichter hat. Also wenn man Flexibilität so versteht, dass es die Autonomie für den Beschäftigten ist, dann zeigt sich, dass das durchaus mit Arbeits- und auch Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Jedoch, wenn die Autonomie zwar vorhanden ist, aber auch die Anforderung sehr hoch ist, dann besteht die Gefahr der Selbstausbeutung. Und da gibt es ganz viele Studien, die das auch zeigen. Und was man nicht vergessen darf, hohe Flexibilität hängt auch mit Unsicherheit zusammen. Und inwieweit es durch Regulierung möglich ist, den Nutzen der Flexibilität zu maximieren, aber die Risiken zu minimieren, das kann hoffentlich jemand aus dem Arbeitsrecht beleuchten. Vielen Dank.
Dankeschön, da bin ich froh für diese Überleitung, weil gut, dass wir da einen Experten bei uns haben. Ich würde sagen, da haben wir jetzt schon mal einen ersten guten Überblick bekommen. Ich würde jetzt gleich weitergeben das Wort an Professor Martin Gruber-Riesack. Wie schaut es denn aus im Arbeitsrecht? Was gibt es für Möglichkeiten? Und haben auch schon erste Wünsche gehört von seitens der Betriebsrätinnen. Wie schaut es denn aus? Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, das, was wir hier natürlich anhand der Riderinnen diskutieren, ist ein Teil dessen, was wir als Plattformökonomie bezeichnen, dass ein traditionelles, zweipersonales Arbeitsverhältnis zwischen einem Arbeitgeber und einer Arbeitnehmerin mit einer dritten Person angereichert wird, und das ist die Plattform. Es erbringt jemand eine Arbeitsleistung, die Plattform organisiert die Arbeitsleistung, gibt es noch eine Leistungsempfängerin. Und das sehen wir quasi quer durch alle Formen persönlicher Dienstleistung mittlerweile wandernd. Das ist die Büroarbeit, die online als Clickworker gemacht wird. Das ist die Essenszustellung, das sind Transportdienstleistungen, Personentransport insbesondere, bis hin, jetzt wird die Essenszustellung, die Lebensmittelzustellung ist so ein neuer boomender Markt, der gerade beginnt in den USA, DoorDash, da ist es schon viel stärker hier im Vordergrund. Aber dahinter sehen wir ein Modell der Arbeitsorganisation, die Dritte dazwischen schaltet, damit die Arbeitgeberinnen was bekommen, was sie bis dato nicht hatten. Und das ist, ich zahle nur das, wenn tatsächlich Arbeit geleistet wird. Das Wesen des traditionellen Arbeitsverhältnisses ist es, ich zahle ein bisschen mehr Zeit, dafür sind die Leute immer dann da, wenn ich sie brauche. Das heißt, in der klassischen Fabrik haben die Leute nicht durchgehend gearbeitet vielleicht. Im Geschäft arbeitet die Verkäuferin nicht durchgehend, sondern nur dann, wenn Kunden und Kundinnen da sind. Aber die Technologie macht es möglich, Arbeit auf Abruf zu organisieren auf eine Art und Weise, die tatsächlich funktioniert. Und zwar, ich muss die Leute nicht mehr fix anstellen, sondern ich habe eine App, da rufe ich quasi hinaus in alle, die auf dieser App eingeloggt sind und sage, ich hätte gerne, dass mir ein Essen von A nach B zugestellt wird, ich hätte gerne eine Fahrt von A nach B. Und da so viele dort aktiv sind, und das ist ja das, was die Plattformen machen müssen, die müssen Modelle entwerfen, dass die Menschen dann aktiv sind, als potenzielle Leistungserbringerinnen, wenn es Arbeit gibt. Und da sehen wir schon natürlich, die Flexibilität ist hier nur dann gegeben, auch die Essenszustellung, ich kann mir nicht überlegen, eigentlich würde ich am liebsten in der Nacht arbeiten, zwischen Mitternacht und 6 Uhr in der Früh, da würde ich gerne Essen zustellen. Geht nicht. Also man sieht natürlich schon, dass das, was angeboten wird, natürlich auch durch die Nachfrage bestimmt wird. Und die Plattformökonomie ist ein bisschen das Spielfeld dessen, wo wir sehen, wie durch digitale Tools Arbeit organisiert wird. Und deswegen ist das, auch wenn es nur rund 5% vielleicht der Beschäftigten derzeit betrifft, ein Testfeld, wie ich digitale Tools zur Arbeitsorganisation einsetze, insbesondere künstliche Intelligenz. Die Essenszustellung, da ist es, würde ich sagen, mittel ausgeprägt. Wenn wir Personenverkehr Uber zum Beispiel anschauen, dann funktioniert das noch viel brutaler dort. Die Idee, aber die dahinter steht, ist immer die, dass ein Narrativ erzählt wird, wir sind so neu, die Regeln gelten nicht für uns. Die Flexibilität, die wir bieten, gibt es nur außerhalb des Arbeitsverhältnisses. Mit dem Arbeitsverhältnis funktioniert sie nicht. Und das ist natürlich für jeden Arbeitsrechtler oder auch für eine Betriebsratsvorsitzende eine Lüge. Es gibt super flexible Arbeitsverhältnisse. Und ich glaube, wir sind ein Musterbeispiel dafür. Als Wissenschaftlerinnen, ich habe ein Arbeitsverhältnis, da steht in meinem Gesetz, das auf mich Anwendung findet, ich habe keinen fixen Arbeitsort und keine fixe Arbeitszeit. Deswegen kann ich jetzt auch hier sitzen um 15 Uhr. Und weil ich, obwohl ich ein Arbeitsverhältnis habe, mir vollkommen frei meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort einteilen kann. Und wir sehen das auch. Gleitzeit ist ein Modell, das gibt es in jedem Büro mittlerweile. Und da haben die Leute mehr Flexibilität, als wenn sie sich zu Schichten einteilen im Rahmen eines freien Dienstvertrages. Wenn die Schicht einmal eingeteilt ist, dann ist es erledigt. Ja? Dann gibt es typischerweise Sanktionssysteme, was passiert, wenn ich nicht komme. Zumindest informelle Sanktionssysteme. Wenn alle Freien jetzt sagen, boah, heute ist gerade Fußballmatch, jetzt kommen wir doch nicht, obwohl wir uns für die Schicht eingetragen haben, weil das ist doch viel interessanter.
Und in Wirklichkeit wissen wir, dass alle Leute plötzlich Pizzas essen wollen, wenn die Halbzeit ist und die vorher schon bestellen und dann sagen die alle, na, jetzt komme ich dann doch nicht. Dann bricht ja das System zusammen. Ja, weil das System lebt ja davon, dass immer ausreichend Leute da sind, die fahren, aber damit die Leute glücklich sind, muss es auch ausreichend Arbeit geben, wenn Leute hier zu Schichten eingeteilt sind. Es gibt ja die Schicht deshalb, damit es nicht zu viele gibt, weil sonst würden plötzlich alle daherkommen, dann sind aber auch alle unglücklich, weil dann gibt es nichts zu verdienen. Also das ist genau diese Balance, die ich hier aufspannen muss. Und jetzt kommen wir ins Arbeitsrecht hinüber. Es gibt jetzt Unternehmen, die experimentieren auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn man die zwei Geschäftsmodelle anschaut, dann gibt es natürlich auch einen Wettbewerb um gute Zustellerinnen. Und da muss ich mir natürlich überlegen, ja, okay, warum biete ich ein Arbeitsverhältnis an, warum biete ich keins an, was biete ich statt dem Arbeitsverhältnis an, warum bin ich attraktiver dort auf diesem Markt als andere. Und da sehen wir natürlich, dass das ein nicht unwesentlicher Wettbewerb ist, der hier stattfindet. Und das, was wir auch zusätzlich sehen, ist natürlich, solange alles gut läuft, brauche ich kein Arbeitsrecht. Das Recht brauche ich erst dann, wenn es hakt. Und das ist die klassische Geschichte, die eine freie Dienstnehmerin höchstwahrscheinlich gar nicht so selten erzählt, wie ich gesund war, wie das Wetter gut war, wie mein Fahrrad funktioniert hat, war alles leiwand. Ab dem Zeitpunkt, wo sie mir mein Fahrrad gestohlen haben, ich habe die Schicht nicht fahren können und plötzlich habe ich kein Geld gehabt, war es ziemlich bitter. Ab dem Zeitpunkt, wo ich krank geworden bin oder wo ich einen Unfall hatte und länger im Krankenstand war, habe ich so richtig gemerkt, wie das ist, wenn ich kein Dienstverhältnis habe, weil da kriege ich keine Geldfortzahlung im Krankenstand. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann plötzlich merke, also es gibt, glaube ich, so Winter, Frühjahr, da kippt es dann einmal. Wenn das Wetter wieder besser wird, dann wird nicht mehr ganz so viel bestellt. Da muss man ein paar Leute loswerden. Oder man vergibt weniger. Und dann merkt man natürlich auch, wie betriebliche Mitbestimmung jetzt plötzlich, wir verhandeln aus, okay, wie verteilen wir die Schichten, tun wir vielleicht ein bisschen weniger, was auch immer. Ja? Und man merkt natürlich, wie wesentlich das hier ist. Ein letzter Punkt, der, glaube ich, wesentlich ist, das ist gerade der Testcase. Hier, wie wir mit digitalen Arbeitswelten in einer modernen Umgebung umgehen. Und die Selbstständigen, die hier ohne arbeitsrechtlichen Schutz sind, die sind ja nicht weniger schutzbedürftig als echte Arbeitnehmerinnen. Es ist ja eher absurd. Die Geschäftsführer bei GmbHs, die Zehntausende Euros im Monat verdienen und einen fetten BMW bekommen von ihrer Dienstgeberin, die haben volles Arbeitsrecht. Und die Leute, die hier für 10, 15 Euro die Stunde Essen zustellen, die sind aus dem Arbeitsrecht draußen. Das ist ja sozusagen völlig absurd. Das kann ja keiner mehr erklären, warum es so ist. Und deswegen findet jetzt gerade auch diese intensive Diskussion statt. Wie viel Schutz brauche ich? Und ich soll keinen Abgleich geben zwischen Flexibilität und Schutz. Weil auch die, die flexibel arbeiten, brauchen einen gewissen Schutz damit, weil sie von der Verwertung ihrer persönlichen Arbeitskraft leben. Und das ist ja der wesentliche Punkt. Und wenn die gerade nicht verwertet werden kann, dann haben wir ein Problem. Vielen Dank. Ich finde extrem spannend, was wir hier gehört haben und wie sich der Kreis jetzt auch schließt. Ich würde vielleicht das Einzige noch anmerken, dass wir noch nicht geredet haben über die Art und Weise, wie diese Leistung überprüft wird und wie die Schichten dann auch zugeteilt werden. Weil heute war in den Schlagzeilen zu lesen, bei Amazon wird mittlerweile über Algorithmus gekündigt, wo überwacht wird, wie viel man in welcher Zeit geleistet hat, unter Anführungszeichen. Also das sind ja auch so Überwachungen, dass man genau, kann man kurz mal tracken, wo ist denn der Fahrer, die Fahrerin schon, wenn man kurz mal die Perspektive wechselt, ziemlich creepy, oder wenn man da überwacht wird beim Arbeiten, während man eh schon zwischen den Autos durchschlängelt, ob man eh schnell genug ist und dass man dann ja rückgereiht wird, wenn man nicht genügend Fahrten schafft in einer gewissen Zeit. Also da gibt es ja auch noch ein ganzes Problemfeld, das wir aufmachen können, dass wir uns gleich, würde ich sagen, für die Diskussion merken. Darf ich da noch eins einfügen? Gern. Diese Geschäftsmodelle funktionieren deshalb so gut, weil ich ja in zwei Räumen arbeite. Ich arbeite nicht nur physisch hier in der realen Welt, sondern ich arbeite zugleich in einer digitalen Welt. Während ich arbeite, typischerweise haben die Leute Smartphones bei sich, die getrackt werden. Und anhand dieser Smartphones habe ich extrem viel Information darüber, wie die Leute ihre Leistung erbringen. Und die ist digital verfügbar und die kann ich vergleichen. Ich kann schauen, wer schnell fährt, wie schnell. Ich sehe sogar bei den Fahrradfahrern, wie oft sie bremsen, was ihre Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Das kann ich alles ermitteln. Ich kann Gamification-Elemente einbauen und sagen, ich mache einen Wettbewerb, wer fährt am schnellsten den Gürtel hinunter. Ja, ich weiß nicht, ob das stattfindet. Ja, aber natürlich können sie das einbauen, damit sie
Anreizsysteme schaffen, die dazu führen, ich kann den Leuten bei der Zustellung einen Countdown vorsetzen und sagen, den mache ich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15-20 km/h, das ist in der Stadt, glaube ich, eh ganz ordentlich, als Durchschnittsgeschwindigkeit, da muss ich schon ordentlich Gas geben und bei der Ampel bei Rot drüber fahren und die lasse ich runterlaufen. So schaffe ich es natürlich, ohne eine Verpflichtung, hier Anreize zu schaffen über solche digitalen Methoden. Ich glaube, da haben wir viel zu diskutieren nachher. Ich würde jetzt unserem digitalen Gast Ludovic Wöth das Wort erteilen, der eben Confederal Secretary beim Europäischen Gewerkschaftsbund ist und uns erzählen wird, wie es denn so steht um die gewerkschaftliche Organisation in diesem Bereich und über internationale Beispiele berichten wird. Hello, thank you. So happy to be with you virtually and happy to listen also to the experience of the riders on the ground. I think the question of flexibility and labor law is a really interesting question that we have also as trade unions to take as we have to provide here a solution that unites workers in this. I would start by saying that the narrative, there is this narrative that workers on platform appreciate their freedom and that this can only be satisfied by signing commercial agreements with them as self-employed workers. We think with the European Trade Union Confederation that this is a highly distorted vision of the reality. The employment status can, of course, provide for the flexibility in terms of working time that may be requested by the workers. And we see also that recent researchers indicates that workers in platforms perceive themselves as employees, a fact that is further corroborated by the growing and increasingly successful number of cases brought before national tribunals and courts by nominally self-employed workers requesting to be reclassified as employees or workers. But to come to the question of, is it a contradiction, the flexibility and labor law, or is it the future of work? I think that when platforms advertise flexibility, they are in fact talking about their flexibility not to have permanent workers to pay every day, their flexibility to organize delivery without paying the waiting time, their flexibility to impose conditions also to restaurants, their flexibility to advertise campaign to attract new riders, because of course having more riders than there are rides allows to put them to put pressure on working conditions, because if the worker refuses the ride, another will take the job. And you are sure, and the platforms are sure to have enough riders at any time by doing this. But what's different when we look at this with on-demand workers, for example, in the 19th century in industry where every day you could be selected or not to go on the job, or even in the construction sector and in different informal sectors today in less developed countries. This is still what happens, that every day an employer can select you. Here it's a platform that gives you the job, but it is the same thing that all other people in the economy are living. I think it's important to say also that there was all this discussion a few decades ago about flexicurity that came in the European debate, but this was only, in fact, flexibility and even less security for workers in terms of protection, for example, against dismissal that was weakened in a lot of countries. So all this narrative about flexicurity was, in fact, a try to give less security to workers. But I would like to say that, as I think it was already said, already in the employment relationship, there is a lot of flexibility possible in favor of employers. In a lot of, and I will come later to which extent it is also possible for workers to have this flexibility that I prefer there to call autonomy. In a lot of countries, we see that to organize production and work as they want, employers use overtime hours that
you can then compensate in order, so they take, then you can have compensations in order to make your average working time compatible with the maximum hours over, for example, 3 months, in some sectors over 1 year, or even in some industries over 5 years. So there is here flexibility in favor of the employers. Some employers can also not compensate these overtime hours. But another example, more maybe in link with what we discuss in platforms, is that some employers can also change employees' schedule in the traditional economy, even the week before, even in some case 24 hours in advance. So the question of flexibility already exists, and the workers are living with this flexibility. Temporary workers also can be called on demand the same day or the day before. So this is the flexibility that employers really have already today with the employment relationship. So nothing impossible about flexibility in the employment relationship. It exists, and trade unions are bargaining every day this flexibility in collective agreements all over Europe. But this is the employment relationship and the fact that trade unions are bargaining it that makes also that there is a limit to this unilateral flexibility, and that workers have the same collective rights, and that it is not each individual that has to bargain its situation with its employer. Here, even worse, in the platform economy, it would be each individual trying to bargain with an algorithm. Quite complicated, you understand. So the only choice I see that workers can really have in terms of autonomy in the platform economy is the moment they log in. But this is even limited in practice to the workers who work for platforms to have an additional income on top of their own job. Because if you need to write to make ends meet, if you need to work 50 or 60 hours a week to make a decent income, of course you don't have this freedom. Of course you have to log in every day, you also know that if you don't log in as much as expected, you are not given the good rights. So this is also concrete discrimination of workers by an algorithm, and they are also set up to do that. So this willingness on the discussion on the willingness of autonomy, I think it's from the side of workers. I think we have also to understand it, that it comes from a strong criticism, not of the employment relationship, but a criticism of bureaucracy and hierarchy. But employees also in a lot of our sector, low paid sector, shared these concerns. So there is also the fact that workers, vulnerable workers in vulnerable groups have experienced difficult insertion in the labor market. And they see also that the platform economy can be an easy entrance without a lot of barriers in the access. And being self-employed to do that is then easier. But I see this more as a criticism of management than a criticism of the employment relationship that give in fact security to workers. I would like to say that employees want also flexibility and better autonomy, and telework during the COVID-19 crisis has shown that to take care of children, employees were also able to organize themselves to deliver in flexible hours. So more in the evening, working more in the evening and delivering on the tasks they were asked to do. So there is no contradiction. Of course, we have to ensure the work-life balance. So this is and the right to disconnect. This is two elements that are important there. But so to conclude, I would say that as the algorithm in the platform economy is also a strong tool that could be used not to lower the labor cost, but that could be used to meet the demand of autonomy of the workers. Why not organizing this autonomy on the basis of the availability of the workers? So if you are a full-time or part-time in an employment contract, you can indicate your availabilities over the week, and the algorithm could match the different availabilities of hundreds and thousands of people easier than a manager in a company, and organize the production in order also to anticipate what the algorithm can bring.
the algorithm could also not put more pressure on workers, but lower the pressure on worker by taking into account where they are geolocated, give them the rights that are easy to do, also anticipate health and safety risks, accidents, etc. So we have a powerful tool that is used to lower the working conditions, but that could be used to have a better working conditions if it was regulated to do that. And there, the question of the autonomy and flexibility and wills of the workers could be taken into account. I conclude by saying that it's also, of course, a discussion about the first status between employees and self-employed. That is what Uber and the other platforms want, and that trade unions are completely against. But the first status is nothing about the flexibility. The first status is about no security of employee and no autonomy of the self-employed. So it's the most problematic situation of both. So it's the disadvantage of both situation. So the time now is not to create a third status, but to end the misclassification of workers and to organize work in these new sectors in a way that match with the wills and of the workers. Thank you. Vielen Dank für diesen Input, der, glaube ich, nochmal gut abgerundet hat, wie es auf europäischer Ebene um diesen Kampf bestellt ist. Ich glaube, wir heben uns die Beispiele aus bestimmten nationalen Kontexten für die Diskussion gleich auf, die wir jetzt in drei Kategorien gemeinsam durchführen möchten. Und zwar haben wir das entsprechend der Vortragspunkte nach Flexibilität, arbeitsrechtlichen Fragen und der internationalen und gewerkschaftlichen Situation organisiert. Und ich würde jetzt, glaube ich, gerne mal dem Robert übergeben für diesen Start der Diskussion rund um Flexibilität. Es gab schon einige Anknüpfungspunkte. Vielleicht beginnen wir da mal, das aufzurollen. Zunächst ist eben die Frage, wie sich dieses Narrativ der Flexibilität eben direkt auf die, also Narrativ dieses auch Angebot der Flexibilität, was natürlich auch gestellt wird, auf die eigentliche Betriebsratsarbeit eigentlich dann auswirkt im Endeffekt. Das wäre direkt auch an dich, Adele, beziehungsweise von Toni an den Toni auch natürlich. Aber das sind eben ganz unterschiedliche Effekte, die da gerade zum Tragen kommen. Weil man ja auch nicht, wenn man das noch hinten anfügt, man ist ja auch nicht an einem Ort, die Leute sind ja extrem vereinzelt unterwegs, man kommt ja quasi, es ist ja schon so vorprogrammiert, dass man ja nicht zusammenkommt, oder? Mhm. Wo ja genau da diese Vertretungsarbeit passieren würde. Wie schaut es da aus? Und was natürlich noch dazu kommt, ist ja nicht nur die zeitliche Flexibilität, aber auch die, nennen wir es positiv, Einkommensflexibilität. Je mehr ich leiste, umso mehr kann ich verdienen. Und das sind eben so Dinge, die sich gerne eigentlich, also zwar nicht wie ein Widerspruch wirken, aber dann im Endeffekt doch Probleme mit sich bringen. Aber ich glaube, jetzt dieses mehr ich leiste. Ein echter Selbstständiger, der leistet qualitativ mehr. Ja. Der hat diese unternehmerische Chance, mit seinem Input sozusagen exponentiell viel zu verdienen. Das, was diese Kleinstselbstständigen, wenn sie überhaupt selbstständig sind, haben, ist mit mehr Zeit können sie mehr Geld verdienen. Das ist der Klassiker der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die verdienen nur mehr, indem sie ihre Arbeitskraft mehr einsetzen. Der echte Unternehmer, der Entrepreneur, der ist ja der, der mehr verdient aufgrund seiner unternehmerischen Idee und seines unternehmerischen Geschicks. Das hat aber, insbesondere auch in der Plattformökonomie, in der Essenszustellung, in dem Personentransport, im Transkribieren von Texten, da gibt es nur eine Möglichkeit, das zu skalieren, das ist mehr Zeit einzusetzen. Das ist nichts Unternehmerisches. Das heißt, was bedeutet das für eure Arbeit? Einen Punkt, den man da noch anfügen muss, so wie Gamification von oben nach unten halt natürlich angewendet werden kann, gibt es auch, ich sage jetzt einmal, Tipps und Tricks quasi, wie das auch die Arbeitnehmer für sich selber halt natürlich auch dann nutzen können. Aber das ist natürlich, wie du Martin sagst, irgendwo gedeckelt natürlich und da kann ich mich noch so sehr abstampeln, aber ich werde ein gewisses Level halt einfach nicht erreichen. So, da waren jetzt viele, viele Punkte auf einmal. Was war die Frage? Was heißen all diese Orgenrahmenbedingungen, die Vereinzelung, dieser Druck von oben, dass man eigentlich als fast unternehmerisch gefasst wird, aber
total nur Zeit einsetzen kann mehr. Was heißt das für eure Arbeit als Betriebsrat, Betriebsrätin und wie, was heißt es auch für die Vertretung? Naja, es heißt schon mal viele, viele ganz verschiedene Interessen zusammenzufügen eigentlich, weil wir, also die Flotte beim JAM sind wirklich komplett so ein diverser Haufen aus eben Studierenden, die vielleicht so 5 Stunden, 10 Stunden die Woche arbeiten, manchmal vielleicht 20. Zur Prüfungszeit, so im Jänner oder im Juni, kann man kaum mit denen rechnen. Dann gibt es natürlich, aber das sind mal, die haben das Privileg, dass sie studieren, also die haben keinen ökonomischen Druck hinter der Arbeit. Dann gibt es natürlich die größtenteils Migranten, für die es jetzt schon ein Aufstieg ist, dass sie einen freien Dienstvertrag haben, weil das bedeutet, sie haben halt ihre Aufenthaltsbewilligung und die Visumsache und so, das haben sie schon mal abgeschlossen. Sie haben jetzt Zugang zum Arbeitsmarkt. Davor waren sie tatsächlich selbstständig mit, weiß ich nicht, 3 Euro pro Bestellung und keiner Deckelung und keinem noch weniger Schutz als ein freier Dienstvertrag bietet, wo du zumindest schon eine Pflichtversicherung hast, wenn du über der Geringfügigkeitsgrenze bist, oder eine Unfallversicherung als echter Selbstständig und mit diesen Selbstständigkeitsverträgen, die ja auch MIAM-Fahrer haben oder Lieferando-Fahrer, aber die sind halt nicht übers Unternehmen angestellt, sondern über Subunternehmer. Also das sind die, die man in den Außenbezirken vielleicht noch findet, was ja von unserer Flotte eigentlich nicht das Liefergebiet ist. Also von diesen Scheinselbstständigen gibt es ja noch genug. Aber wenn die mal ihr Visum und ihren Arbeitsmarktzugang haben, dann findet man sie beim JAM und da ist der freie Dienstvertrag natürlich schon ein Aufstieg und wow, sie können auf einmal urviel verdienen und haben viel ökonomischen Druck, weil sie, weiß ich nicht, ihre Wohnung teilen mit 5 anderen Menschen, viel haben eigentlich, also eine Situation haben, aus der sie rauskommen wollen. Also wollen sie natürlich, weiß ich nicht, lieber 70 Stunden die Woche arbeiten und freuen sie dann über 3.000 Euro netto im Monat, haben aber überhaupt kein Leben mehr. Das ist urviel. Ich wollte gerade nachfragen, was ist urviel, aber das ist urviel. Das ist urviel und die Leute machen das wirklich nicht nur 1, 2, 3 Monate, sondern manche machen das wirklich Jahre. 70 Stunden radeln die Woche. Also vielleicht schon mit haben so Auf-Ups, aber ja. Genau, aber die arbeiten so 7 bis 10 Stunden am Tag und nehmen sie im Monat vielleicht einen Tag frei. Und wie vertritt man so eine diverse Gruppe? Das ist halt die Schwierigkeit. Und dann, wenn du, es ist ja auch schon für die 50, 60 tatsächlich angestellten Fahrer, es ist ja schon mit denen schwierig, da jetzt einen Tag auszumachen, wo vielleicht möglichst viele Leute zur Betriebsversammlung kommen können. Weil die haben halt auch noch andere Pflichten. Also niemand, interessanterweise von den Angestellten arbeiten die wenigsten 40 Stunden. Also die meisten arbeiten Teilzeit, also so 20, 30 Stunden. Und wenn da jemand 40 Stunden arbeitet, dann vielleicht nur ein paar Monate lang. Aber eigentlich, also ich würde jetzt auch nicht 40 Stunden arbeiten, weil mir meine Zeit zu wertvoll ist. Meine Freizeit. Und das ist dann eben auch ein Punkt. Dann gibt es eben viele Künstler oder Aktivisten in verschiedenen Bereichen, die gerade eben ihr eigenes Unternehmen aufbauen, die das echt nur so als Nebenbei-Job machen, weil sie halt in ihrer Freizeit oder in ihrer Nicht-Lieferzeit noch genug andere Dinge zu tun haben. Also es ist wirklich ein unheimlich diverser Haufen und ja, das ist besondere in der Vertretung. Das glaube ich. Das heißt, da besteht dann auch wenig Interesse daran, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil man einfach sozusagen schaut, dass man darüber Geld verdient und dann das so hinter sich lässt, abhackelt und ich verstehe. Ich würde nachfragen, wie der Toni das bei Lieferando sieht, aber ich glaube, der Robert hatte eine Nachfrage noch. Also Nachfrage, es ist nur kurz zum auch betonen, wie
wie leicht man da jetzt quasi auch Gruppen, die quasi dasselbe machen, gegeneinander halt eben einfach ausspielen kann. Ja, weil ich natürlich jeden, der seine 280 Stunden im Monat arbeiten will oder 300 Stunden im Monat arbeiten will, mit einer gesetzlichen Rahmenbedingung, mit einem Dienstnehmer, also mit einem Angestelltenvertrag und so weiter, diese Möglichkeit vorgeblich wegnehme. Und das natürlich sehr schön auch gegen die Adele oder gegen uns oder gegen Gewerkschaften etc. pp. Halt einfach verwendet werden kann, weil wir eine vorgebliche Freiheit, etwas zu tun, eigentlich damit einstecken. Ja? Und das ist halt schon sehr problematisch eigentlich im Endeffekt natürlich, weil das halt auch nicht weitergedacht wird dann im Endeffekt, wenn ich über diesen einen Status als, nehmen wir wieder also den Migranten, übers nächste Level gar nicht mehr weiter hinaus gesehen wird. Ja. Aber Toni kann das, glaube ich, dann ganz gut den Kontrapunkt irgendwie dazu setzen. Also grundsätzlich ist es bei uns genauso ein diverser Haufen mit verschiedensten Herkünften. Das ist auch bei denen den Konsens zu finden, beziehungsweise alle zeitlich zu erwischen, sehr schwierig, weil die halt so fraktioniert sind in der ganzen Stadt. Ursprünglich hatten wir nur den einen gemeinsamen Punkt, dass wir alle den Dienst antreten, unseren Fahrrad holen und dann erst rausfahren. Das heißt, da wurden viele Connections dadurch geknüpft. Das hat sich jetzt auch so entwickelt, dass wir sozusagen Leute haben, die von zu Hause aus, die bekommen das online, werden sozusagen in dieses Unternehmen eingeführt und dann trifft man die auch nur auf der Straße. Im Dienst, im Ideal, dann kommt man, wenn diese auch gesprächig sind, bei den Lokalitäten ins Gespräch und das ist das sozusagen, wie das Organisieren dann eigentlich größtenteils stattfindet oder halt über WhatsApp-Gruppen oder andere elektronische Mittel. Und das ist halt auch das, was dann viele Kollegen, weil ich leider nicht mehr fahre gerade momentan, haben das viele, die dann neu anfangen, bei uns so verloren sind und sich sehr einfach nur einen Kollegen suchen, der ihnen mal zeigt, wie es jetzt mit den Rahmenbedingungen ist oder mit den ganzen Kleinigkeiten, die da auf einen zukommen. Aber es macht halt das Organisieren komplett schwierig, weil durchgehend in der Stadt herum zu sein und dann Leuten mit Flyern oder sonstigen kommt auch nicht immer so gut an oder auf den ersten Blick fruchtet es leider nicht so sehr, wie man es sich gern wünschen würde. Das ist ja extrem spannend, weil du andeutest, dass das früher besser war, oder? Oder zumindest, da hatte man noch regelmäßige Treffpunkte oder wie, du hast da so einen Zeitpunkt früher angesprochen, wo es anders war. Ich glaube, dass sich die Zusehenden was vorstellen können. Kannst du vielleicht erzählen, was da passiert ist? Ich habe einen langen Rahmen von früher, von mit 150 Leuten, wo, glaube ich, jeder sich gekannt hat in dem Sinne, weil ab dem Moment, wo man fünf Arbeitstage hatte, man zufälligerweise mit diesem Schichtmodell halt irgendwelche Schnittmengen hatte oder bei dem Restaurant halt mit sich erwischt hat. Und dann halt jetzt vom Vorjahr noch, wo wir noch 300 in etwa waren und jetzt auf die 1000 eine so große Summe, wo man sich dann doch nicht mehr leider kennt, das ist so dann eher die Problematik. Also das mit dem Standort, der existiert noch, aber es ist halt so eine Summe an Leuten, dass das mit den Gesichtern auch leider schwierig wird und man über Gruppen das eher besser organisieren kann, einfach anstatt sozusagen als einzelne Person alle kennt. Nur kurze Nachfrage, Gruppen ist WhatsApp oder irgendwelche Chatgruppen sozusagen? Ja, also auch generell vieles läuft dann noch zum Teil über die Nationalität oder über Sprachbarrieren. Ich wollte gerade fragen, Arbeitssprache Englisch? Deutsch, oder? Englisch, das, was halt passt grundsätzlich. Mhm. Da die Zugehörigkeit, ich habe mit, bei uns sind doch eine große Gruppe mit arabischer Sprache vertrauter und deswegen ist für mich auch immens wichtig, dass wir da Kollegen haben, die sich dann auch mit denen auseinandersetzen, weil viele Themen man auch nur auf der Muttersprache gut übermitteln kann, insbesondere wenn es dann über rechtliche Sachen geht, wo wenn ich ihnen dann deutsche Phrasen vorhergebe, dann die sich schon beim ersten Satz ein bisschen verwirrter sind, weil ich mir ja auch bei gewissen Paragraphen nicht ganz auskenne. Wieso sollte ich das von Ihnen erwarten? Ja, das sind Wörter, die wir nicht verstehen, oder? Also da, gut, dass wir die Experten dabei haben. Adele, was wolltest du hinzufügen? Hinzu kommt ja auch, dass die Fluktuation sehr hoch ist. Ja. Also Fahrer bleiben im Durchschnitt 3 Monate. Man muss halt die Kollegschaft konstant organisieren. Mhm. Also man muss immer wieder Leute, jede Woche sind 1000 neue Gesichter oder 10, 20, 100 neue Gesichter, die noch nichts davon gehört haben, zum Beispiel, dass es einen Betriebsrat gibt oder was ein Betriebsrat überhaupt ist
oder das ist halt irgendeine abstrakte Vorstellung, aber wir sind doch hier, um Geld zu verdienen und uns nicht um solche Sachen Gedanken zu machen. Also das, viele wissen halt auch gar nicht, was, sind halt auch neu am Arbeitsmarkt und es ist auch viel eigentlich Bildungsarbeit erstmal zu leisten. Und das konstant, weil halt die einen haben es ein bisschen verstanden, dann kommen schon die nächsten. Also und man kann nicht alle erreichen, also das ja, da würde ja ein 40-Stunden-Job auch nicht ausreichen, nur um zu laufen, um die Leute zu organisieren. Ist aber, glaube ich, auch wieder unterschiedlich bei euch, wie lange die Leute im Schnitt bleiben. Und es ist ja auch gar nicht so ungewollt natürlich, dass... Wie lange bleiben bei euch die Leute im Schnitt? Dass du einen großen Durchlauf ich hast. Ich glaube, die 3 Monate. Also es variiert auf die Jahreszeit natürlich. Der Probemonat hat bei uns doch im Winter deutlich mehr Absprünge als im Sommer. Es kommt auch, also wenn sozusagen ein paar Fehler passieren beim Management, ist die Absprungrate höher, aber wir hatten da auch sehr katastrophale Zahlen, aber grundsätzlich sind die 3 Monate sehr akkurat, weil die steigen ein, sehen, wie es hier läuft, dann gibt es verschiedene, die kommen vielleicht aus der Gastronomie und sind verwundert, dass es hier von den Arbeitsbedingungen ideale sind, weil sie aus so prekären Bereichen kommen, wo ich dann verwundert bin in dem Sinne und sind zufrieden, dann gibt es die haben eine andere Einstellung mit dem und steigen relativ bald auch wieder aus, weil sie sich das nicht gefallen lassen zurecht. Jetzt während Corona war es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir hatten doch auch sehr viele eben Künstler, Hotellerie. Ich habe so viele Hotellerie-Personaler noch nie kennengelernt wie zu dem Zeitpunkt, weil die alle waren, ja, ich bin jetzt auf Kurzarbeit, ich möchte gerne mit der Zeit was machen, wieso nicht? Ist ja in dem Sinne nur Radl fahren, wie auch immer. Und die sind dann auch für eine Weile hängen geblieben, weil sich das ja doch über einen längeren Zeitraum abgespielt hat und die treten dann jetzt auch wieder ab oder treten in ihre Berufe wieder ein. Aber es gibt dann auch viele, die hängen geblieben sind, weil sie sich denken, in den vorherigen Berufen war es halt doch deutlich schlimmer wie bei uns. Mhm. Die bleiben dann, aber die 3 Monate sind gut geschätzt, würde ich sagen. Ich würde in Richtung Martina nachfragen oder einen Kommentar aus dem Chat auch aufbringen, dass aus Sicht der kommentierenden Person die Avantgarde wahrscheinlich nicht die richtige Zuordnung wäre für die Radlerinnen, weil ja der Arbeitsort von eigentlich dem Arbeitgeber vorgegeben wird, weil man ja vorgegeben bekommt, wo man wann zu sein hat. Also das war nur so eine Anmerkung. Also vermutlich sind wir dann doch eher in der, wie hat die Verliererinnen-Kategorie geheißen? Die Fremdbestimmte, ja, genau. Also so in Richtung Chef als Algorithmus oder so. Ich würde gern aufgreifen, weil das war so die letzte Frage, die wir hier in diesem Themenblock besonders an dich richten wollten. Aus deiner Sicht, welche Art und Qualität von Flexibilität es eigentlich braucht, um das Funktionieren dieser Plattformökonomie, die wir jetzt schon in verschiedenen Bereichen angesprochen haben, im Sinne von Unternehmen, Beschäftigten, Beauftragten und KonsumentInnen zu gewährleisten. Geht das? Also so wie du über Flexibilität denkst, ist das überhaupt machbar, dass da, so wie wir es uns eigentlich wünschen, alle was davon haben? Ganz kleine Frage. Das sind ganz, ganz viele Aspekte drinnen und also man muss immer darüber sprechen, was ist diese Flexibilität überhaupt? Wenn es um Autonomie geht, dann selbst hier muss man kritisch hinterfragen, ob es überhaupt eine Autonomie überhaupt gibt. Also selbst bei jenen, die selbstbestimmt agieren können, ich glaube, du hast es vorhin auch angesprochen, da gibt es dann informelle Kontrollmechanismen und gewisse Erwartungen und so weiter. Also wichtig ist zu beurteilen oder zu bedenken, und ich glaube, das ist auch mit den unterschiedlichen Gruppen, kommt da ganz, ganz gut auch raus, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Präferenzen haben. Und in einem sicheren System zu agieren und hier dann gewisse Möglichkeiten haben, gewisse Autonomie auch zu haben, ist natürlich für die Fahrer und Fahrerinnen sicher ganz klar ein Vorteil, der auch, da geht es dann um Fairness und andere Aspekte. Was mir auch aufgefallen ist in der Diskussion, weil normalerweise schaue ich ja eher in klassischen Angestelltenverhältnissen, untersuche ich eher hier die Flexibilität, was dort
eigentlich immer die Schwierigkeit ist, ist diese Interdependenz. Gell? Man muss sich abstimmen mit anderen. Und das ist ja in diesem Job ja eigentlich gar nicht der Fall. Also letztlich wäre ja das prädestiniert dafür, wirklich ein selbstbestimmtes, autonomes Arbeiten. Also hier wird es sogar noch viel, viel einfacher gehen, wenn man es von der organisationalen Perspektive sich anschaut. Aber das ist ein Ausverhandeln. Und gerade wenn man sagt, okay, eigentlich sind es die Fremdbestimmten, dann kann man sich überlegen, okay, diese Werbung, sei so flexibel und entscheide, wann du arbeitest, ist ja dann fast absurd letztlich. Ja, das ist in der Welt der Werbung ja öfter so, dass man nicht das bekommt, was versprochen wird. Ich würde jetzt gern, wenn das für Robert auch okay ist, auf die zweite Kategorie zum Arbeitsrecht, da haben wir noch einige Nachfragen und Ludovic wieder mit ins Board, an Bord holen. Und zwar fragen wir uns, genau, damit alle, die hier dabei sind, ob digital oder physisch vor Ort, gleich zu Wort kommen. Wir fragen uns, Ludovic, welche Chancen gibt es eigentlich, natürlich dann auch an Martin, welche Chancen gibt es, eine Richtlinie für Plattformökonomie zu erreichen, die im Sinne der ArbeitnehmerInnen und im Sinne der Gewerkschaften ist? Und weil übersetzt werden muss, lege ich gleich nach, falls diese gering sind, was kann man da machen? Wie sieht es aus, um so eine Richtlinie genau, für Plattformökonomie. Übersetzung, genau. Yeah, thank you. I would like to then speak about the possible legislation that we would have at European level. There will be a proposal of the Commission at the end of this year. We are for the moment in the second phase consultation of the social partners on a possible initiative on platform work. I think here what we identify as unions as the main topic is that we have to solve the question of misclassification and that we have to ensure that workers in the platform companies are, if they are not in fact real self-employed, that they this misclassification must end. And so we have to make platform respect the rules, meaning that the labor laws that already exist regarding working time, regarding different aspects like, of labor law should be applied to these workers. So it's more an initiative that should ensure that there's not a creation of a third status, but that there is a compliance with the rules, so to ensure that there is a level playing field between workers, between platforms that are active through in the economy with the other companies that have to apply with these rules. So I don't see really the coming initiative on platform work, if I understood well the your question. I don't see that this concrete initiative would allow really to discuss how flexibility can be in the favor of employers and of workers at the same time. I see more there a space that has to be discussed in social dialogue. And I think that this could be a result of the initiative at the end of the year, is that if platforms have to respect the rules, they would be also linked to the sectors in which they are active in. So for example, if we take a delivery platform, they would have to apply the rules from the delivery sector. And this means also respecting the collective agreements from these sectors. And in that case, if they have to respect the collective agreements and that they enter in social dialogue also with representative of workers, which is one of the things that we think has to come in the has to begin to be organized in the coming years. It is already the case in Austria, but in a lot of countries this is not the case. Then the question of concrete organization of work through the transparency of the algorithm, for example, is something that has to be discussed with trade union representatives that are elected by the riders. So I think that it would be more a consequence than at the center of the regulation. Vielen Dank für diesen Input, wo es auch wieder in Richtung
falsche Klassifizierung geht und so. Was würde unser österreichischer Arbeitsrechtsexperte da hinzufügen, was diese Richtlinie und Legislative eigentlich auf europäischer Ebene betrifft? Also man muss dazu sagen, dass die Europäische Kommission ja fast hyperprogressiv ist gegenüber dem, was in den Mitgliedstaaten passiert. Also die Mitgliedstaaten derzeit halten sich ja außerordentlich zurück. Und die Europäische Kommission hatte schon 2019 eine Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen verabschiedet, die insbesondere diese Null-Stunden-Verträge in den Griff bekommen sollten. Und ich glaube, das ist ein Element, das natürlich auch in der Plattformökonomie eine große Rolle spielt, weil das ist ja auch eine Art Arbeit auf Abruf, wenn man die Flexibilität nur als Flexibilität der Dienstgeberinnen sieht und nicht der Dienstnehmerinnen. Und wir sehen, dass diese hyperflexiblen Formen, die insbesondere von den Arbeitgeberinnen gewünscht sind, aufgrund der digitalen Möglichkeiten nur funktionieren. Also es ist halt was anderes, wenn ich vor der Fabrikstüre in der Früh die Tagelöhner dort anstellen gehabt habe. Jetzt kann ich die Minutenlöhner im Internet mir holen. Und das dynamisiert natürlich diese Unsicherheit und das ist ja die Prekarität, nämlich ob ich überhaupt Arbeit habe, in welchem Ausmaß ich Arbeit habe. Und ich glaube, da müssen wir auch immer sehr konkret auf die sehr unterschiedlichen Geschäftsmodelle schauen. Also das, was wir hier als Problem haben, und das dürfen wir ja nicht ganz unterschätzen, wir haben hier zwei Player, von denen ein Player keine Missklassifikation macht. Ja? Der andere macht sie und wir sitzen ja wirklich schon seit Jahren immer wieder zusammen und ich sage, ich hätte so gerne einen Prozess von einem eurer Fahrer und Fahrerinnen. Wir können das im Sozialversicherungsrecht spielen, wir können das bei der Kündigungsanfechtung machen, wir können das bei der Entgeltverzeihung Krankheitsfall machen, bringt es mir einen und wir machen das. Ja? Und die Gewerkschaft wäre dabei und die Arbeiterkammer, alle wären dabei. Und die Leute wollen das nicht. Warum? Das ist doch völlig klar. Ein Arbeitsverhältnis, das 3 Monate dauert, wo ich ohnehin nicht viel verdiene, hänge ich mich da Monate und Jahre lang rein in ein Verfahren bis zum obersten Gerichtshof? Ja, natürlich nicht. Und das ist ja auch unser Problem. Ein Arbeitsverhältnis, das nicht als ein Job gesehen wird, den ich permanent mache. Also du bist ja ein Musterbeispiel von denen, die es anders machen. Ja? Und für dich hat das einen Namen. Du bist viel, viel länger dort, ja, als höchstwahrscheinlich die meisten anderen. Selbst ja? Das Management. Für dich hat das eine Attraktivität aus unterschiedlichen Gründen. Ja, kannst du uns ja vielleicht mal. Aber ich glaube, für die meisten ist es ein Durchgangsding, wo sie die Arbeitsbedingungen gar nicht verbessern wollen, weil sie sich eh schon wieder draußen sehen. Das ist ein Übergangsding oder es ist ein Nebenerwerb und in Wirklichkeit sind sie Künstlerinnen oder sonst irgendwas und das ist halt ein bisschen eine Brot aufs Butter. Also Pin-Money hätte man früher gesagt, wie Frauenerwerbstätigkeit früher auch nicht aktivierbar war, weil das war halt ein Nebengeschäft zur Familie ein bisschen was dazu. Das heißt, das sind ja die Gruppen, die so extrem schwierig zum Organisieren sind. Die Migrantinnen, nächste Gruppe, wir wissen alle Gewerkschaften, die sind schwierig. Migrantinnen, Leute, die quasi durchlaufen, ganz schnell. Ja. Natürlich, wenn ich in 3 Monaten wieder draußen bin, warum verwende ich Energie, meine Arbeitsbedingungen zu verändern? Ich verwende sie ja nur, wenn ich quasi dafür brenne, quasi entweder, weil ich politisch davon überzeugt bin und wenn mir das ein persönliches Hochanliegen ist, dass die Welt besser wird. Ja. Das ist natürlich super und von solchen Leuten profitiert natürlich dort alles. Ja? Aber das ist nicht das Typische. Und deswegen haben wir sehr unterschiedliche Probleme. Deswegen meine Frage noch einmal an euch, was ich so gern wissen würde noch viel mehr. Was wollen denn eigentlich die bei euch arbeitenden Rider? Was hätten die denn gerne, dass ihre Arbeitsbedingungen verbessert? Das wäre quasi für mich eigentlich die allerwichtigste Frage, weil ich glaube, das Paternalistische, dass sich ein Professor überlegt, wie macht er die Sachen für die Leute dort besser? Und die wollen es vielleicht gar nicht. Und dann müssen wir die Stufe drüber machen, ja, weil sie nicht wissen, wie es besser sein kann und die haben keine Perspektive und sie und ja. Aber ich glaube, das Erste ist, sind die mit ihrer Lebensrealität zufrieden? Oder warum sind die nach 3 Monaten wieder weg? Also, wenn ihr darauf antworten dürfte. Warum bin ich so lange in dem Job? Ist seit 6 Jahren, das ist überhaupt nicht repräsentativ. Was mache ich da noch als Betriebsrätin? Ich kann das nicht repräsentieren. Ich bin keine von den allen, außerdem weiße Österreicherin. Ich habe einfach genug Idealismus und es ist einfach es betrifft ja nicht nur diese Branche. Also, dass Leute nicht mehr 40 Jahre im selben Job bleiben, dass Leute sich mit ihrem Job nicht unbedingt identifizieren und all das, was halt, womit halt die Gewerkschaft bisher gearbeitet hat, das fällt.
Also die Leute bleiben einfach, und das gilt nicht nur für Studierende und für Migrantinnen, sondern das gilt für alle jungen Leute ab meiner Generation oder vielleicht schon 10 Jahre vorher. Man bleibt ungefähr 2, 3, vielleicht 5 Jahre im selben Job und dann wechselt man einen Job. Also das ist natürlich, kommt natürlich dann einer Arbeitgeberseite zugute, dass sie da ja niemand mehr organisieren mag, weil gut, passt es dann nicht, sucht er was anderes. Poppen eh überall Jobs wieder auf. Aber so geht es halt nicht weiter. Also ich mache das jetzt nicht nur, weil ich die Jobs für Radboten verbessern will, sondern weil ich generell, auch wenn ich mal mit meinem Job fertig bin, weil ich generell mal einen besseren Job finden möchte, wo es nicht so ist. Aber wenn man die ganze Zeit von einem Job zum nächsten hüpft, wird es nirgends besser sein. Und zur Frage, was wollen die Fahrer? Ja, wenn ich sie frage, also so, wenn ich jetzt auf der Straße bin und meine, hey, schau, wir sind das Riders Collective und wir setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen ein. Sie kommen aus der Gastro, das ist der beste Job, den sie jemals hatten. Sie sind ihr eigener Chef, sie sind autonom. Sie haben keinen Rassismus dauernd im Rücken, der halt irgendwie vom aber entweder nach 3 Monaten sind sie weg. Eins nach dem anderen. Nein, sie sind diese Leute sind nach 3 Monaten nicht weg. Das, was sie sich vielleicht wünschen würden, ist vielleicht 1 Euro mehr pro Bestellung. Oder vielleicht 1 Euro mehr pro Stunde, weil Miam hatte ja diese Deckelung auf 8 Euro. Pro Stunde ist so das Mindeste, dass man das vielleicht deckelt auf 9 oder auf 10. Oder eigentlich, wenn man sie fragt, sagen sie, okay, wir kriegen mindestens 2 Bestellungen pro Stunde. Wir hätten gern mindestens 3 Bestellungen pro Stunde. Also so soziale Sicherheit, Mitbestimmungsrechte, das sind alles abstrakte Dinge, die ihren Familien in ihren Heimatländern überhaupt nichts bringen. Und die 3 Monate, woher kommen die 3 Monate? Also viele springen dann einfach ab, weil sie sich diesen Job ja nicht antun, weil sie nicht Freidienstnehmer sein wollen, weil sie irgendwo ein sicheres, anderes Arbeitsverhältnis haben, etwas, was vielleicht mit dem zu tun hat, was sie gelernt haben, etwas, was sie irgendwie mehr fordert. Es gibt natürlich genug bessere Jobs als Essen ausliefern. Also da niemand identifiziert sich mit diesem Job. Also das ist kein Wunder, dass man dann nach 3 Monaten einfach wieder weg ist, wenn man irgendwas in Aussicht hat, was ein Mehr gibt. Und wenn man dann sagt, oh, die Leute sind so zufrieden mit dem freien Dienstvertrag, ja, das sind die Leute, die noch da sind. Das sind ja nicht die Leute, die nach zwei Wochen, nach 3 Monaten wieder abgesprungen sind. Die waren vielleicht nicht zufrieden mit dem Vertrag. Was dann schon auch ganz gerne dann fällt, solange alles in Ordnung ist, ist ja alles in Ordnung. Genau. Krankenstand bezahlt, wenn man das so, was haltest du denn da? Ja, oh ja, doch, das wäre cool. Bezahlt, ja, bitte. 13 ist 14, natürlich, 13 ist 14, das will natürlich jeder. Und diese, also das wird dann schon, aber es darf keinen Trade-off quasi geben für die Flexibilität. Ja. Sie sehen aber auch das leistungsbedingte Gehalt, also Sie sehen dann auch die Chance auf 12 bis 15 Euro die Stunde. Also dass Sie wollen diese Chance nicht missen, dass man echt nur in Spitzenmonaten auf 12, 15 Euro die Stunde kommt oder dass das halt da nicht gegeben ist, das ist halt Glückssache, aber dieses Glück oder diese Chance, die wollen sie jetzt auch nicht missen. Also dieses leistungsorientierte Einkommen hat irgendwie schon auch was Attraktives. Sie sehen halt die Zahl, die am Ende des Monats dann rauskommt. Das ist die potenzielle Möglichkeit. Genau. Genau. Die Karotte quasi. Aber auf der anderen Seite, warum sind dann bei euch noch Leute? Also die. Oder warum sind die bei euch? Oder warum sind nicht alle, weil der Freidienstvertrag so geil ist oder weil das Arbeitsverhältnis so geil ist? Also ist es tatsächlich das der Unterschied zwischen den 2 Unternehmen für die Fahrer und Fahrerinnen? Also grundsätzlich muss man
halt doch sagen, dass die Arbeitsbedingungen bei uns jetzt auch nicht so gut scheinen, dass jetzt kein freier Dienstnehmer sagt, jetzt tue ich mir einen Tarn, ich habe da ein super anderes Angebot. Bei uns gibt es genug andere Problemstellen, die halt dann eher mehr die traditionellen Probleme sind eines normalen Beschäftigungsverhältnisses, sei es eben, der Schichtplan passt nicht, wie man es sich wünscht. Das passt einem nicht, sozusagen diese generelle Arbeit, weil ich muss ja auch im Regen arbeiten, ich muss ja auch im Winter arbeiten, muss ich ja trotzdem noch Leistungen vollbringen, die vielleicht nicht meinen Vorstellungen da sind, und dann hört man halt auf. Dann nochmal das Thema Sicherheit. Bei uns ist es ein enormer Austausch eben, was die Arbeitsmittel hergeben, weil wir sind im Verkehr unterwegs, und das sind dann wieder andere Themenpunkte, die da ganz wichtig sind. Und außerdem auch, wenn es jetzt eben zu Problemen kommt, wie das Unternehmen mit einem dann agiert, gibt es da Ansprechpersonen neben halt jetzt sozusagen die Arbeitnehmervertretung, sondern gibt es halt auch direkte Führungspersonalien, die sich dann mit einem auseinandersetzen, die Zeit dafür haben, auseinanderzusetzen, oder läuft das über diese App und ist ein Ticket, und dann ist man als Arbeitnehmer oft, insbesondere auch für die kleinen Probleme, wo es eigentlich nur ein kurzes Gespräch bräuchte, ein fünfminütiges, und dann sagt man sich, ja, na, das tue ich mir ja nicht weiter an in dem Sinne. Und wie gesagt, also die Entlohnung etc. ist jetzt auch nicht das Feinste dafür, dass man halt bei Windstürmen und Schneestürmen trotzdem draußen im Freien arbeitet. Das wird dann auch nicht an der Attraktivität so viel verbessern. Das sind die natürlichen Gegebenheiten, die den Job schon mal gar nicht so einfach machen. Ich würde jetzt so als Abschlussrunde, wir haben ja auch ein bisschen später gestartet, ich glaube, die können wir uns noch erlauben, unter anderem, also beginnend mit Ludovic, starten mit der Frage, wie tun wir jetzt weiter? Wie können wir, wie verbleiben wir? Was ist sozusagen der Blick in die Zukunft? Und eine dieser Optionen war ja so, brauchen wir eine neue Definition von ArbeitnehmerInnen? Brauchen wir diesen dritten Status? Was brauchen wir jetzt eigentlich? Wie tun wir weiter? Gibt es zum Beispiel gerade an Ludovic speziell gerichtet und dann vielleicht so Abschlussrunde an alle, gibt es Best Practice Examples aus anderen EU-Ländern. Italien und Frankreich hatten wir, glaube ich, als Beispiele im Briefing besprochen. Genau, wie Ludovic, was ist die Zukunft? Wie tun wir weiter? Yeah, I think there's no need for a new definition and something in between, because what self-employed truly wants when you discuss with associations of self-employed is to freely fix their tariff, to fix their rates, to decide when they work. We know that in the platform economy, this is not really happening, at least not for delivery riders, that's for sure. And that on the other hand, workers have stability, have a contract, have all the protections that are going with it. And if during the time they are working, even if they are waiting for a ride, they are paid. So I think we have more to look at how we can organize the platform economy in accordance to easing the working conditions in terms of improving them. And we can think about, if you hire a certain number of riders under employment contract, then you can decide if you're not based on lowering the cost, if the business model is not based on this social dumping, then the question is, how do we organize concretely? And you can think, we can think about limiting the number of risks that the workers are taking and this can be anticipated by the algorithm. The algorithm could also choose the best options for people to have rights that are secured, could give an average rights to people and not organize the competition between them. If you are thinking about other parts of the economy, would we accept that in the same job, someone with the same employment contract, if he's doing 90 units, I'm taking an example, but if someone is not making this, has not the same productivity on the same day that another of his colleague,
we would not accept that it's not paid the same. So the question is, how do we organize, I think, this economy so that workers can have security with a contract and then good working conditions that are not under stress, not discriminated by the algorithm. And this does not need then a third status to do this. And I think that at European level, the problem for the moment is that there are just few cases of platforms that evolved to the model of employment relationship in the past few months. So for example, Just Eat had an agreement with the three Italian trade unions to pass through the employment relationship. Same thing in France, but we cannot wait. We cannot wait that every platform decide to comply with the rules. And that's why we need a legislation that fix the different rules they have to respect, because for the moment they can just misclassify the workers, and it has no consequences for them, because it's up to the worker for the moment to prove that he's misclassified, and then at the end of the legal procedures 4 years after, even as you said, they are working 3 months or 4 months for the platform. So after the legal procedures, they are not even working anymore with the platform. So the platform can freely continue to use this business model. And this is what we have to stop. But small steps are taken all over Europe. I would say that in Spain, there's a positive development with the low riders. That is not enough, because it's only limited to riders and not to all the platform economy. But that's take the starting point that the actual fact is that these workers are not autonomous, that the platform organizes the service, and that the platform has to be considered an employer in that case. And this is a concrete improvement that we hope will not be defeated by the lobbying strategies of platform, because at European level, the platforms are really pushing a lot not to comply with any rules. And this is where we are now in the European debate with the trade union movement. We have to be strong and unite the interest of workers and the interest of the self-employed that are active in this sector to have claims that will make improvement of working conditions for all. Vielen Dank. Das heißt, ein starkes Plädoyer für das Angestelltenverhältnis. Was gibt es dem hinzuzufügen? Vielleicht ganz kurz aus arbeitsrechtlicher und dann organisationaler Perspektive. Okay, aus arbeitsrechtlicher Sicht, glaube ich, der wesentliche Punkt ist der, es gibt natürlich nur die klassischen Arbeitnehmerinnenrechte mit dem Arbeitsverhältnis. Das heißt, und hier noch einmal, die Scheinselbstständigkeit muss bekämpft werden und es muss erleichtert werden, dass man dem Status nachweist. Ich persönlich bin ein großer Fan auf europäischer Ebene für eine gesetzliche Vermutung eines Arbeitsverhältnisses zur Plattform, und die Plattform muss das dann widerlegen bei Gericht. Das heißt, die Leute können einfach sagen, ich hätte gern mein 14. Monatsentgelt, weil ich fahre dort die Pizzen aus, und dann muss die Plattform sagen, du bist aber kein echter Arbeitnehmer, du hast so viel Freiheit, dass du nicht runterfällst unter diesen Begriff. Ich glaube, das ist die erleichterte Durchsetzung. Weil die Beweislast auf der anderen Seite ist. Genau, es wird quasi Beweislast verschoben, und das ist, glaube ich, etwas, von dem wir wissen, dass die Plattformen das hassen wie die Pest. Die haben mehrstellige Millionenbeträge in Kalifornien eingesetzt, damit ein solches Gesetz nicht auf Plattformen Anwendung findet. Das heißt, für die ist es offensichtlich extrem wichtig, dass sie ja nicht einen Arbeitnehmerinnenstatus bekommen. Das ist der eine Teil des Ganzen. Der zweite Teil, und da geht es ums Geld. Die Mindestlöhne sind in den Ländern entweder so niedrig, dass wir dazu noch Kollektivvertragslöhne brauchen. In Österreich haben wir nicht mal einen Mindestlohn. Und auch unser Kollektivvertrag für die Fahrradbotinnen ist nicht der Burner. Ja? Also das ist nicht das, wo die 60-Stunden-Kräfte davon träumen, wie viel sie nicht nach Hause schicken können. Sondern da sind wir unter 1.500 Euro, ja? Brutto. Das ist das, wo sie natürlich zu dir kommen und sagen, na, wenn ich nur diesen Lohn bekommen würde im Monat, dann würde ich gar nicht fahren. Also wir brauchen natürlich quasi gute kollektive Verhandlungen, und die funktionieren nur
mit hohem Organisationsgrad der Gewerkschaften, mit Streikbereitschaft, also wenn, und das haben wir ja auch gesehen in Deutschland zum Beispiel, wenn die mal ein paar Tage das Essen nicht zustellen, dann ist Feuer am Dach für die Plattformen. Und das funktioniert aber nur dann, wenn die Leute dort gemeinsam solidarisch sind, weil sie alle sagen, wir möchten mehr Lohn haben und darunter machen wir es nicht. Und nicht die Nerven wegwerfen. Und ich weiß, ich sage das jetzt aus dem Elfenbeinturm. Ja, also wenn man dort in der Situation ist, verstehe ich, dass man super Stress hat. Und die sagen, wir haben eine schwarze Liste, jeder, der mitgestreikt hat, kommt nie wieder. Wir wechseln die ganze Belegschaft durch, viel Spaß. Oder was auch immer man sagt, damit man Streikbereitschaft. Aber wir sehen natürlich, und da wird uns das Arbeitsrecht nicht retten. Sondern da retten nur die Beschäftigten sich selbst, indem sie gemeinsam solidarisch im Block auftreten und was tun. Und natürlich sind dann, und deswegen sitze ich immer so gern mit der Adele da, so Aktivistinnen, die dafür brennen und sagen, es geht nicht nur um das Arbeitsverhältnis hier, sondern das ist ein Testfall für die gesamte Arbeitswelt. Und das, was wir hier an quasi Dingen erringen, an Erfolgen, die schwappen überall anders hin. Weil hier ist es ganz besonders schlimm und wenn wir hier einen Erfolg haben, dann sieht man sozusagen sogar dort, wo es besser geht, wo man mehr Verhandlungsmacht hat, dass man noch mehr durchsetzen kann. Was soll man denn dem solidarischen Arbeitskampf eigentlich hinzufügen? Ich glaube, ich weiß nicht, Martina, hast du noch eine abschließende Bemerkung? Sonst würde ich auf jeden Fall Robert und den Betriebsrätinnen nochmal das letzte Wort geben. Aber ich glaube, wenn wir beim solidarischen Arbeitskampf enden, dann wäre es nicht das schlechteste Schlusswort. Gut, dann werde ich ganz kurz auch noch ein Statement machen. Also ich finde, was die Diskussion heute gezeigt hat, ist, dass Fremdbestimmung dennoch auf jeden Fall auch der Fall ist, also Flexibilität ist unterschiedlich zu betrachten und Selbstbestimmung mehr oder weniger. Was ich mich frage ist, hinsichtlich der Zuteilung gibt es einen ziemlich elaborierten Mechanismus eigentlich in die Aufträge und so. Und ich glaube auch hinsichtlich der Entlohnung müsste es vielleicht mehr Kreativität geben. Weil was wir gesehen haben und gehört haben, ist, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt aus der jeweiligen Situation, sehr verständlich, finde ich. Und was Firmen mit klassischen Angestelltenverhältnissen eben auch machen, um die Leute zu halten, ist, Möglichkeiten zu bieten, Auswahl zu bieten. Also die Autonomie kann man ja auch anders sehen, jetzt nicht nur hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort, sondern auch hinsichtlich, warum bin ich dabei? Wenn ich jemand bin, der eben 10-12 Stunden arbeiten möchte, weil ich möglichst viel Geld bekommen möchte, sollte das vielleicht auch möglich sein, aber vielleicht auch eine Basis auch. Und ich glaube, da braucht es einfach kreativere Ideen, um das natürlich im Rahmen des Arbeitsgesetzes umzusetzen, dass es letztlich sowohl den Fahrerinnen als auch vielleicht sogar den Plattformen etwas bringen mag. Wir haben on the ground begonnen. Ich übergebe fürs Schlusswort auf diese Seite. Ja, also kurz zur gewerkschaftlichen Organisation. Also wir haben auch erst seit heuer eigentlich anfangen können, freie Dienstnehmer, die für mich quasi dieser dritte Status gewünschte, der auf EU-Ebene so lobbyiert wird, für mich ist er gefühlt schon längst da mit dem freien Dienstnehmer. Und damit spielst du ja alles aus, weil keine Kollektivverträge. Und da ist ein bisschen so ein Teufelskreis drinnen, weil selbst wenn wir bei der nächsten KV-Runde einen super Abschluss irgendwie schaffen, ja, der das wirklich noch einmal attraktiver macht, dann brauche ich mich aber immer noch nicht da anhalten als Unternehmen, ja. Weil es gibt immer noch den Ausweg des freien Dienstnehmers. Und da muss dringend was eben repariert werden. Entweder, dass wir sie mit hineinnehmen können oder dass es trotzdem eben gewisse Mindestregeln gibt für freie Dienstnehmer, dass die einfach nicht so viel billiger sein können, als es halt eben beim Angestelltenverhältnis eben ist, ja, wo ich halt das gesamte Risiko eigentlich ausgelagert habe mit dem freien Dienstnehmer. Es war nur Problem, nicht ganz so positiv. Wir haben schon den Anspruch alle, weil es ist eben, wir sagen, same job, same rights. Ja? Also wie man sich dann gestalten möchte oder gestalten kann, ja, aber es sollten für alle dieselben Regeln halt dann im Endeffekt gelten. Ich glaube, wir bleiben. Ludovic hat sich ja auch ganz stark gegen diese neue Kategorisierung ausgesprochen. Ich glaube, Adele ist jetzt schon seit 6 Jahren dran, Toni auch schon seit einigen. Wir bleiben alle gemeinsam dran und nehmen uns diesen solidarischen Arbeitskampf, der hier vorgegeben wurde, quasi zur Maxime. Ist das in eurem Sinne? Ja, ich meine, es solidarischer Arbeitskampf finde ich super. Was mir aber voll Sorgen macht, ist halt, dass man halt tatsächlich die Leute dafür bewegen kann,
weil irgendwie scheint mir gerade der Ruf nach internationale Solidarität gar nicht so laut wie so ein Ruf nach individueller Souveränität. Und das ist halt, das sind halt fünf einzelne Finger, die alle irgendwie autonom agieren können, aber auch viel schneller abgehackt sind als eine Faust. Was soll man dem hinzufügen? Ich glaube, wir müssen alle dem Riders Collective folgen auf allen Plattformen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Mitdiskutantinnen, bei euch als Expertinnen. Vielen Dank auch nach Brüssel. Ich glaube, dass wir viel mehr vermitteln müssen, dass man diese Rechte nur gemeinsam erkämpfen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken vielen Dank nach Brüssel zu Ludovic. Möchte da gerne auch noch, gibt es den Wunsch nach Schlussworten? Ludovic? Yeah, shortly. I wanted just to react on the question of easing the charge of the proof for workers. I think to prove that they are not self-employed, I think this is not enough. It would be an improvement, but this is not enough because we cannot put the burden of the proof on the worker. And we know that workers are in vulnerable situation. We know also that these are groups of workers that would not maybe go in front of courts. And if we, and that maybe don't have the finance also to go to courts or the trade unions to go to courts. I would really recommend to have a stronger mechanism that starts from a presumption of employment relations and not only easing the burden of the proof for workers, because this in this case allows to say platform companies have, as was said by Martin, there should be a level playing field between them and other part of the industry. And if we want to do this, it's not we cannot put this burden on workers. We have to put the burden completely on platforms with a strong presumption that makes that it is to them to prove the opposite, because it's not up to the worker to prove the situation. Yes. And thanks for the debate. Vielen Dank, das ist, glaube ich, sehr klar geworden. Toni, noch eine letzte Bemerkung? Primär an das Schlusswort mit Solidarität und dass man gemeinsam auftreten sollte. Für jeden echten Arbeitnehmer in dem Sinne ist es sehr wohl im Interesse auch gegen freien Dienst, also Missbrauch von freien Dienstnehmern ist, weil es einfach die Qualität von echten Arbeitsverhältnissen sozusagen runtersenkt durch diese Verzerrung im Markt. Das spüren wir bei uns sehr wohl, weshalb wir da auch sehr motiviert dahinter sind, dass unsere Kollegen in der Branche einfach zu denselben Rechten kommen wie wir. Das klingt nach einer guten Motivation. Von diesem Kampf haben wir also alle was. Alle hoffentlich das bessere, gute, digitale Arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen, dem Riders Collective und Fragen? Allen, ich glaube, für weitere Fragen, glaube ich, können wir jetzt nimmer im Chat, die haben wir eh alle aufgegriffen. Weitere Fragen können wir nimmer, das haben wir so unauffällig nebenbei, Adele. Möchte wirklich an alle appellieren, hier dran zu bleiben, weil das im Interesse sehr vieler ist, auch der klassischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, hier für gutes digitales Arbeiten auch einzutreten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.